Das letzte Mal habe ich das Ding benutzt, als ich die Hexer-Quest im Schwarzen Tempel gemacht habe. Dann brauchte man es nämlich mal. Habe ich das benutzt? Nein, habe ich nicht. Also, da gab es mal eine Stelle, wo man wo ein Haufen verborgene Fallen in einem Raum waren und mit dem Auge von Killrock konnte man die sehen. Lass mich raten, du bist einfach bis durchgelaufen. Ich weiß gar nicht, was ich gemacht habe. Schon so lange nachher. Also, ich weiß, dass das ohne mit dem Auge von Killrock relativ schwierig war, dort durchzukommen, weil die Fallen waren überall und es gab nur einen etwas verschlungenen Pfad, der da durchgeführt hat. Könnte auch sein, dass es da so eine Seite gab, wo man das hat gucken können und ich dadurch das nicht brauchte. Keine Ahnung. Also mit dem Auge von Kirok war das praktisch, weil das konnte man einfach herbeirufen und dann konnte man sich den Weg ein bisschen merken, konnte ein bisschen weitergehen, wieder Auge rausholen und dann wieder den Weg anschauen. Ach, Xeno, vergiss es, also ich erinnere mich da eh nicht mehr dran. Jetzt bestimmt schon wieder ein Jahr her, auf zwei. Okay, doch, ich bewege mich heute doch noch mal ein bisschen mehr als bloß bis zu meinem Kühlschrank. Wohin bewegst du dich denn jetzt? Dann später noch kurz zu John und des Kingdoms of Amalur holen. Okay. Zu unserem Dr. Johnny Havanna. Übel, Kübel. Ja, den Beinamen darf man nie vergessen. Und wir haben ein Glück, dass er das LP nicht guckt, weil sonst würde er dich deswegen wahrscheinlich. Verbannen. Ja, drücken wir es mal verbannen aus, ja. Oh, jetzt geht's dann bald in die koreanische Tundra. Wo wir uns den Untoten dann entgegenstellen können und. Das ist wirklich der Einzige, der sich auf Nordend freut. Ich bin immer froh, wenn ich aus Nordend raus bin. Das erste, so wenn ich vom Schiff runterkomme. Reine Luft. Ihr dort, holt schnell Wasser! Normalerweise bin ich ja nicht so der Fan von so Schneelandschaften in WoW, aber Nordend ist geil. Ja, fang mal mitten in der Nacht um eins oder so ein Gnom oder ein Zwerg an und guck dich dann mal im Dunkeln in dieser Landschaft um. Ja, kriegst du bisschen hell, bisschen arg. Oh, der Tankring. Den nehme ich mir doch mal mit. Der hat Bonusrüstung drauf. Bonusrüstung ist toll. Welchen hau ich dafür weg? Den Item-Level-Schwächeren.
So. So, dann mache ich mal die Fliege. Einfach runterrennen, bevor die anderen was merken, aber nicht anquatschen, nur Quest abgeben. Damit die anderen auch noch eine Chance haben, ihre Quest abzugeben. Ja, ich bin ja nicht so asozial. Und ich bin sogar noch hochgekommen, um noch etwas mehr Schaden als der Magier zu machen mit seiner Arkanexplosion. Na, anscheinend haben alle, dann holen wir ihn mal raus. Ein Gnomenmönch namens ich auch. Ja, und der andere Mönch, das ist Nakchoris, der Heiler. Der schaut ja so aus, hey. So ein Opfer! Der ist selber schuld, wenn er sich mitten in den Spawn reinstellt. Für die Dummheit müsste man echt liegen lassen. Na, so sind wir ja nicht. Spring da rum wie so ein tollwütiger Gummiball. Kommt das Spawn. Tot. Ja, damit hat er aber die Frage, ob Magier in HC-Inis tanken sollten, wieder mal sehr zeitnah beantwortet. Wobei, es ist ja nicht mal eine HC-Ini, es ist eine normale Ini. Also, Magier sollten nicht mal normale Inis tanken. Weil da haut jeder Mob einmal drauf und dann ist der Magier tot. Da hat's Bums gemacht und unten ist er. Schade, dass ihr keine Dämonen sind. Thrall, ihr habt nicht wirklich geglaubt, dass ihr entkommen könnt, oder? Ihr und eure Verbündeten werdet Schwarzmoor Rede und Antwort stehen müssen, nachdem ich meinen Spaß mit euch hatte. Mühle liegt westlich von hier. Jo. Soll er mal ein bisschen schneller laufen hier, der Typ? Ich meine, er ist Green Jesus. Der Frally Handy kann halt nicht schneller. Oh Gott, das hört sich so schwul an.
Ach, mit Level 70 kriege ich ja endlich mal meinen ersten richtigen Tank-CD. Der wäre? Unermüdlicher Verteidiger. Oh, ich bekomme im nächsten Level was ganz, ganz Tolles. Moment, Hexenmeister Level 68, was kriegt er da, was kriegt er da? Lutschkiesel für alle! Ah, der Seelenbrunnen, stimmt, ja, da war was. Aber 69 wird noch lustiger. 69 war auch irgendwas, aber ich weiß jetzt auch nicht mehr was. Pyrolyse! Ach ja. Endlich schneller Karten. Ah, oh, das ist das, was mich schon die ganze Zeit an dem Hexer stört. Die 2 Stunden Castzeit. Aber übelst. Bis du dazu was kommst, sind die Mobs schon fast tot. Deswegen mache ich eigentlich nichts anderes außer Schattenbrand und Feuersbrunst und Feuerregen. Die Spontanzauber halt, ne? Genau. Oh, der Kernfrosch. Doing, doing. Aber das Vieh springt ja wirklich wie eine Kröte oder wie ein Frosch. Ich mag das Geräusch von der Drachenschildkröte. Dieses Flup-Geräusch. Ihr macht es da oben schon, oder? Ja, also jetzt wo der Heiler da ist, geht das. Da tanzt er. Beim leeren Totem. Wir müssen unseren Voodoo-Zauber vorbereiten. Machen wir mal einen auf Milhaus. Mana stürzt der Doppler. Jo. So, jetzt wieder Funken aufbauen.
Nun spürt die ganze Macht von Milhaus Malerstuhl. So, jetzt kann ich meine Quest auch abgeben. Ja, ich habe mir unten im Wohnzimmer schon voll die Game Station aufgebaut. Hinten an der Wand schön der riesige Flachbildfernseher. Dann hier gleich der Laptop am Wohnzimmertisch und gleich daneben die Playstation mit nochmal dem Fernseher. Läuft. Aber übelst. Also noch 40%, dann haben wir unser Tagesziel erreicht. Bei dir sind es 40, bei mir sind es noch ein bisschen weniger. Ja, du hast immer mehr als ich irgendwie. Ja, ich weiß schon, ich habe irgendwie immer mehr als alle anderen. Nein. Egal mit wem ich zusammenfasse. Okay, bestimmt. Bei dir mit das Shamipala, da bist du mir ein knappes Level voraus. Yep. Aber auch nur, weil ich mal geangelt habe und gewonnen habe beim Angelwettbewerb. Im Gegensatz zu hier. Ja, beim Angelwettbewerb, da müsste ich am Sonntag ja mal ein bisschen früher aufstehen. Ja, durchaus möglich. Aber da muss er ja früher aufstehen. Ja, kann er danach wieder ins Bett. Naja, wenn ich mal wach bin, dann gehe ich nicht mehr ins Bett. Das ist... ausgeschlossen. Hm. Ja, dann wird das halt so bleiben, dass ich irgendwann weiter weglevel und immer weiter und immer weiter. Na gut, ich behalte einfach meine Erbstücke. Moment, hier steht doch... ah ja, Harris Pilton. Moment, hier stand doch... aha! Bei der kann man doch die Tasche von Dings, genau. Die Handtasche von Dolche und Giganta. Und so wie das tragbare Loch. Genau, das tragbare Loch ist geil. Die Handtasche könnte ich mir sogar leisten. Und den Erfolg habe ich immer noch nicht, fällt mir gerade ein. GZ. Nee, ich kauf sie mir nicht. Auf dem Parler habe ich nicht viel Geld. Der hat nur 1400 Gold. Das wären ja alle Ersparnisse. Ja, dann gehst du halt mit deinem Main dahin. Der hat ja mehr als genug. Wenn du gestern 100.000 Ocken rausgehauen hast. Jo. Einfach nur, weil du Langeweile geschoben hast. Ja, ich meine, wohin mit dem ganzen Geld? Mir geben. Was machst du denn mit dem ganzen Geld? Erbstück-Aufwertung kaufen. Da fallen ein Haufen tolle Sachen ein, ne? Ja. Erbstück-Aufwertung kaufen, Tundra-Mammut kaufen. Krieg das schon verscherbelt, keine Panik. die letzten 8 Garnisonsbaupläne kaufen für den Ollen-Erfolg. Ich krieg das schon unter.